Lieber jemanden kennenlernen in Real Life oder Social Media? Hier. Boy, if you don't get... Für 1 Euro, wer geht eher fremd, Männer oder Frauen? I wanna go to the moon. Don't leave so soon. What's poppin', people? Was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist der One and Only Wesley Thompson. Und wie ihr es am Titel entnehmen könnt, werde ich heute in den Straßen von Düsseldorf die Leute fragen für 1 Euro. Und je nachdem, ob mir deren Antworten gefallen, kriegen sie mehr 1 Euro. Das ganze Video habe ich bei Love, Live, Surf in Amerika gesehen. Meet 3 Superheroes. Superman, Wonder Woman and... Und ich dachte mir, weißt du was, das gibt's in Deutschland nicht. Also gehen wir auf die Straßen und fragen wir die Leute. Also ich würde sagen, schnacken wir gar nicht lange drum herum. Let's go. Also Jungs, für 1 Euro. Ja. Was kommt zuerst rein, die Milch oder die Cornflakes? Cornflakes. Richtig. Okay. Warte. Hier. Dankeschön. Na, es geht nur ein, Bruder. Es ist immer. We move. Entschuldigung. Kann ich hier für 1 Euro eine Frage stellen? Nee, sorry. Nee, gar nicht? Okay, kein Thema, alles gut. Will ich 1 Euro verdienen? 1 Euro haben oder nicht haben? Let's go. Okay, die Frage ist, nenn mir einen überbewertesten Promi. Den Wendler. Ich hasse den. Es geht doch nicht ums Geld. Es geht einfach nur so. Du hast mir die Frage gut beantwortet. Hättest du mir die nicht gut beantwortet, hättest du die nicht bekommen. Danke dir. Warum stellen die Leute sich alle so quer wegen einem Euro? Fühlen die sich alle gedisrespected? Jungs, ganz kurz für 1 Euro. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Ohne? Ja. Nein. Hättest du mitgesagt, hätte ich 1 Euro gegeben. Bruder, ganz kurz. Ja, mein Bruder. Für 1 Euro, Pfannkuchen oder Crepe? Crepe. Ah, weiß ich nicht so genau. Für 1 Euro, Lil Baby oder Gunner? Was für ein Ding? Lil Baby oder Gunner? Lil Baby. Nein, Bruder, nimm, bitte. Das ist das Konzept von dem Video. Du hast richtig geantwortet, nimm. Ehrlich, ich schwöre. Danke dir. Der Mann weiß Bescheid. Also Leute, hier habe ich meinen Bruder Hassan. Hi. Ganz kurz, Hassan, für 1 Euro. Wer schreibt bessere Texte, Kendrick oder J. Cole? Kendrick. Na, weiß ich nicht. Na, hättest du jetzt J. Cole gesagt, hätte ich 1 Euro gegeben, Bruder. Echt jetzt? Ja. Minus. Oh, hell no! Danke, Brudi. Wir sehen uns, Bruder. Wir sehen uns. Erst die Cornflakes oder erst die Milch? Bruder, natürlich erst Cornflakes. Sehr gut. Hier. Boy, if you don't get... Sorry. Nein, Bruder, nimm, ich war jetzt ernst, wirklich nimm. Bruder, du hast nicht geantwortet, so ist das. Bruder, nimm doch, es ist 1 Euro, Bruder, haben oder nicht haben. Hä? Wesley Thompson. Ja, für 1 Euro, welcher Rapper hat mehr Aufmerksamkeit verdient? Für 1 Euro? Welcher Rapper? Nein, also es gibt einfach nur die Frage beantworten. Ja. Für 1 Euro. Achso. Bless. Facts. Hier. Ich danke dir. Für 1 Euro. Pfannkuchen oder Crepe? Boah, nein, jetzt kommt dieses Ding. Mach das mal mit dir. Ist auf jeden Fall safe besser. Weißt du, was mir das ist? Ist doch nur eine normale Frage. Pfannkuchen oder Crepe? Das ist deine eigene Meinung. Crepe. Jetzt Pfannkuchen hätte ich jetzt 1 Euro gegeben. Entschuldigung, ganz kurz. Ja? Ganz kurz, für 1 Euro. Lieber jemanden kennenlernen in Real Life oder Social Media? Real Life. Warte. Das ist die richtige Antwort. Hier, bitte schön. Danke schön. Danke. Gerne. Nein. Eine Sache, die du hast. Dieses Wetter. Okay, warte. Warte. Nein, ich brauche kein Geld. Doch, ist nicht schlimm. Das gehört dazu. Du hast richtig geantwortet. Reicht schon. Nein, bitte. Alles gut. Ich bitte drum. Ich bitte drum. Kauf dir irgendwas Kleines damit. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, wirklich. Ehrlich. Für 1 Euro, wer geht eher fremd, Männer oder Frauen? Männer. Und warum? Weil die Frauen heutzutage gerade
weiß ich nicht, unterschiedlich aussehen. Na, ich würde eher sagen, Frauen werden weniger erwischt. Aber egal, das ist ein richtiger Anfang. Leute, ich weiß nicht, warum ich ihr den Euro gegeben habe, weil eigentlich war ihre Antwort falsch, weil Frauen gehen mehr fremd als Männer, sie werden halt nur weniger erwischt und das ist der Hauptpunkt. Ich war wahrscheinlich verwirrt wegen dem Wetter und habe ihr einfach den Euro gegeben, aber nur für die Notiz, Frauen gehen mehr fremd als Männer und jetzt gehen wir weiter mit dem Video. Okay, für einen Euro, wer ist der schlechteste Rapper aktuell? Schlechteste? Schlechteste. Mero. Okay, warte. Hier. Was würdest du sagen, wer ist der schlechteste Rapper aktuell? Ich schließ mich ihm an, auf Mero. Ich brauche eine andere Antwort. Ich kann einen Euro geben. Ist nicht schlimm. Leute, ganz kurz. Für einen Euro. Kann mir. You can do. Kannst du mir kurz dein Lieblingsweihnachts. Bruh. Dirty, ich kann kein Deutsch, Karte gespielt. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Eigentlich müsste ich schon ein Like da lassen, dass ich mir im Regen aus meiner Komfortzone rausgekommen bin und die Leute befragt habe, ich Geld weggegeben habe, was ich sehr gerne getan habe. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Video gehalten habt, welche Frage ihr cool fandet, welche nicht. Und falls ihr noch eine weitere Folge davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Like da. Und ganz vielen Dank an Chris fürs Filmen. Kuss, 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 kuss. Und ja, das war's. Peace out. Der letzte Euro geht an. Start. With them shit like we been lit. Face down, ass up, bitches. Backdrop smoking on the bomb, this weed.